Nein, dieses Windrad im Weinberg von Reinhard Bossert erzeugt keinen Strom. Insgesamt 9 dieser Rotoren sollen in Neustadt-Duttweiler die Frostgefahr für die Weinberge mindern. Das Prinzip, wenn sich eiskalte Luft am Boden sammelt, wirbeln die Windräder wärmere Luft von oben Richtung Rebstöcke. So wie Ende April 2017. In der extremen Nacht im letzten Jahr, da konnten wir nur um etwa 2 Grad anheben. Aber das hat gereicht, dass es in dem Bereich praktisch überhaupt keine Schäden gegeben hat. In der Nachbarschaft erfroren 2 Drittel der Triebe. Weinbauexperte Oliver Kurz vom DLR Neustadt hat die Anlage in Duttweiler ausgewertet. Er vergleicht das Verfahren beim Weinbautag mit anderen. Heizmethoden wie fahrbare Gasbrenner oder große Feuerkerzen seien sehr aufwendig. Die mobile Anlage ist aber nur halb so hoch und hat deutlich weniger PS. Solange noch keine Erfahrungswerte vorliegen, bleibt Winzer Bossert skeptisch. Das ist nur ein Fünftel von dem, was die Motoren hier haben. Ich habe da Bedenken, ob diese Leistung, so wie sie da angegeben wird, wirklich gebracht wird. Ich kann mir es nicht vorstellen. Der Winzer muss zugeben, die Rotoren im Weinberg machen Lärm, können nicht näher an die Ortschaften herangebaut werden. Was als lautlose Alternative bleibt, ist Pflanzenöl, das auf die Reben gesprüht wird. Es schützt nicht vor Kälte, verzögert aber den Austrieb, am besten bis zur Zeit nach den Spätfrösten. Diverse Pflanzenöle wurden hier bei Versuchen am DLR Rheinpfalz eingesetzt. Die Pflanzenöle umschließen die Knospe und mindern eben die CO2-Aktivität. Die Atmung wird gehemmt und somit kommt es zum späteren Austrieb. Und auch so kann man versuchen, den Austrieb der Reben außerhalb des Gefahrenbereichs des Spätfrostes zu bringen. Doch dieses Verfahren braucht doch eine Zulassung für die Anwendung außerhalb der Forschungsweinberge.